Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, wir sind im Bärenmarkt. Gut, das ist eine Binse, aber ich wollte es noch mal gesagt haben. Die Frage ist dann natürlich, wo könnte denn der Bärenmarkt zu Ende sein? Nun, bei der Beantwortung dieser Frage spielt natürlich die Zinspolitik eine ganz große Rolle. Vor allen Dingen natürlich auch die in Amerika, wo im Augenblick scheinbar verbal orientiert, mit Schaum vom Mund die Zinserhöhungsfantasie betrieben wird. Aber wir wissen ja auch, meine Damen und Herren, dass Herr Powell, der US-Notenbankchef, ja um Gottes Willen keine Rezession zulassen kann. Und wenn man eine Rezession verhindern möchte, dann kann man nicht so strikt die Zinsen erhöhen. Und wir haben ja auch schon vorgearbeitet. Wenn Sie mal schauen an den Finanzmärkten, wenn Sie die Renditen sehen, die sich ja seit dem Tiefpunkt 2030 schon dramatisch da oben bewegt haben, da scheint ja einiges auch schon ein Bremsmanöver für die Konjunktur bereitzustehen. Schauen wir auf den Immobilienmarkt. Immobilienindex fällt wie ein Brett. Zeitgleich steigen die Bauzinsen wie ein mit Helium gefüllter Ballon. Da wird ja schon sehr viel Schwung aus der Konjunktur genommen. Das gilt ja auch für das Konsumentenvertrauen, das ja lange nicht mehr so prickelnd ist. Und es gilt auch für die Berichtssaison, zum Beispiel bei der Unternehmung Snap mit Snapchat. Da sieht man auch sehr klar, dass die Rezessionsgefahren schon da sind, weil ja die Unternehmen immer weniger Werbung auf diese Plattformen aufbringen. Das zeigt ja auch schon sehr viel. Also man kann dann nicht übertreiben. Und wenn Sie auch einen FED-Direktor jetzt zuletzt gehört haben, der so durchaus mutmaßt, dass es im September mal eine Zinserhöhungspause geben könnte, dass man noch zwei Zinserhöhungen à 0,5 Prozentpunkten macht und dann mal schaut, wie es aussieht. Und wenn man sagt, wir schauen mal, wie es aussieht, dann schauen wir natürlich auf die Inflation. Wenn die Inflationserwartungen andeuten, dass der Peak, der Gipfel im September irgendwann erreicht werden könnte, meine Damen und Herren, dann ist vielleicht der Drang, noch stärker Zinserhöhungen zu machen, gar nicht mehr so groß. Und dann, unter der Voraussetzung, könnte man sagen, hätten wir durchaus einen goldenen Herbst vor uns, meine Damen und Herren. Wenn dann auch noch die Chinesen ihre Null-Covid-Strategie weiter lockern, weil sie endlich begreifen müssten, dass sie dieses verdammte Virus nicht eindämmen können, nicht stoppen können, dann hätten wir natürlich gerade auch für die Konjunkturwerte in Europa einiges dann positiv zu vermerken. Dann kann man sicherlich noch auf die EZB schauen, aber da stelle ich Ihnen ganz einfach eine Frage. Haben Sie Angst vor einer strikten Zinserhöhungspolitik der EZB? Anders gefragt, haben Sie Angst vor dem Gespenst unterm Bett? Sicherlich nicht. Da wird was kommen, aber da wird nicht so etwas kommen, was am entferntesten die Aktienmärkte massiv beeinträchtigt. Wie gesagt, das haben wir oft genug besprochen, Kosmetik. Was heißt für die Aktienmärkte? Im Augenblick ist es noch volatil. Aber ich glaube mir, auch das ist langweilig und banal, aber ich sage es trotzdem, regelmäßige Aktiensparpläne sollte man jetzt auf jeden Fall weiterführen oder damit beginnen, das ist sehr wichtig. Und sich immer vor Augen führen, vor dem Morgen ist die Nacht am dunkelsten. Wir sind dabei, dass diese ganzen negativen Dinge langsam eben dann auch abarbeiten. Wir haben so viel negative Stimmung in den Märkten. Ich habe es schon mal mit der Friedhofsruhe um 12 Uhr Mitternacht gesagt, dass ein bisschen Aufhellung zumindest für eine Erholungsrallye sorgt. Und wenn diese großen Themen, Inflation, Zinsangst, Kriegsangst ist ein Thema, das man schlecht fassen kann, dann eingefangen werden, muss man weiterhin keine Angst vor dem Aktienmarkt haben. Und das gehört auch zu meinem Credo dazu, das Zinssparen ist doch nicht interessanter geworden. Die Inflation frisst doch alles auf. Also bleiben Sie dem Aktienmarkt treu, bleiben Sie dabei, auch im Sommer, und gehen Sie langsam, aber sicher rein. Glück auf!